Radio. Der klemmt fest. Ruckeln. Ja. Ruckeln. Was war das? Nix weiter. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, und wie soll ich da rauskommen? Ja. Sie, ich muss ins Start. Aua. Blöd, ja. Ja, blöd. Morgen, Herr Lind. Morgen, Herr Mohr. Grüß Sie. Hallo. Hier? Ja, da ist es. Weiß der Hartl, wo wir sind? Ja, der weiß Bescheid, aber das kann noch ein bisschen dauern, weil der muss der Frau Hofer nur zur Hand gehen. Was ist daran so lustig? Das ist nur so, dass beim Hartl gleich zwei linke Hände zur Hand gehen. Der hat mir einmal beim Umzug geholfen. Da hätte ich meine Sachen gleich aus dem Fenster schmeißen können. Na toll. Grüß Gott, Herr Bräuninger. Ja, Herr Bräuninger. Hier sind Sie eingebrochen. Ah, ja. Ich wohne da gegenüber. Aber Sie haben einen Schuss gemeldet. Ja, es war in der Nacht. Also der Schuss, bin von einem lauten Knall wach geworden. Dachte, das ist irgend so ein kaputter Auspuff. Dann Karl-Heinz Gille. Ich habe hier geklingelt, hat sich aber nichts gerührt. Sie waren nicht drin? Nein. Gut, dann warten Sie bitte in Ihrer Wohnung, ja? Wir melden uns dann, gell? Gille! Warten Sie Sekunden auf, ich helfe Ihnen. Nein, bitte nicht. Fangen Sie lieber. Ja. Hab's. Obacht, ich halt. Ja. Vorsicht, gell? Vorsicht. Ja. Finger weg. Ja. So, schön, gell? So, ich muss. Ganz, ja. Ich kümmere mich da weiter um den Schrank, gell? Und wie? Wäre mir schon was einfallen. So. Herr Lind? Ja? Folgendes, ich habe den Anrufbeantworter abgehört und der Herr Gille ist einige Male angerufen worden von einer Dame und die hat sich gemeldet mit Sonja. Mhm. Das ist ja Erdnuss. Mhm. Servus. Aber die Telefonnummer haben Sie? Haben wir. Anrufen, Kommissariat gestellt. Unbedingt. Es tut mir leid, Schrank hat mich aufgehalten. Schrank? Ja. Blöde Geschichte, aber interessiert Sie eh nicht. Was haben wir denn? Ein junger Mann, Karl-Heinz Gille, Anfang 30. Tatzeit? Die Tatzeit war gestern Nacht zwischen 1 und 2 Uhr. Der Schuss ging direkt ins Herz, sagt Frau Dr. Kern. Erschossen worden ist er vermutlich hier draußen im Flur. Die Buschbohren führen direkt hier ins Schlafzimmer. Was? Gut. Bitte, dann hat der Täter das Opfer nach der Tat aufs Bett geschleift. Was Sie nicht sagen. Ich denke mal, wir müssen von Raubmord ausgehen. Schauen Sie sich mal diese ganzen ausgeräumten Münzklatten an. Danke. Also, unsere Sonja heißt Wasmut und ist auf dem Weg ins Kommissariat. Sehr gut. Das mit dem Schrank interessiert mich schon. Das war nichts weiter. Die Hofbrüder haben heute gegeben. Frau Stocke, so geht das nicht. So geht es schon. Sie wissen doch noch gar nicht, was ich von Ihnen will. Was Unangenehmes, da baue ich schon mal vor. Sie verbinden also mein Erscheinen immer mit etwas Unangenehmem? Ja. Ach so. Dann geht es eben und ich komme zum Kaffee trinken. Angenehm genug? Frau Ortmann, dann kriegen Sie jetzt meine Spezialmischung. Habe ich die sonst nie bekommen? Na. Was einem so alles entgeht. Was wär's denn gewesen? Brauchst du nicht zu interessieren, war eh nur unangenehm. Die Bedarfsanforderung vielleicht?
weil ich 18 Mal Mannschaftsbus geschrieben habe und nicht 18 Mal Mannschaftsbus nach Bad Aibling, richtig? Richtig. Schanz, Frau Hartmann, das ist so, wenn der Bus immer nur nach Bad Aibling fährt und nie woanders hin, dann muss ich nicht jedes Mal Bad Aibling neischreiben. Da ist es selbstredend, das Bad Aibling. In Verwaltungsangelegenheiten gibt es kein Selbstreden. Leider, gell? Du musst nicht auf mich warten. Nein, ich warte. Ich melde mich um. Soll ich mitkommen? Das kriege ich nur. Ja? Grüß Gott, Sonja Wasmuth. Ich wollte herbestellen von einem Herrn Mohr. Warten Sie bitte draußen, Frau Wasmuth. Um was geht's denn? Das werden Ihnen die Kommissare schon sagen. Das gibt's doch nicht. Der Karl-Heinz. Wir müssen uns trotzdem unterhalten. Wie lange waren Sie denn mit Herrn Gille zusammen? 5 Jahre. Damals war Karl-Heinz, Herr Gille, nur Automechaniker. Vor 2 Jahren haben sie ihn dann entlassen. Monatelang ist er dann durchgegangen, der Karl-Heinz. Hartz IV ist kein Spaß. Das ist auf Kosten unserer Beziehung gegangen. Ich hab's dann immer ausgehalten. Und Ihr Begleiter da draußen, wer ist das? Mein jetziger Freund Sebastian Holstein. Er war ein Arbeitskollege von Karl-Heinz. Warum haben Sie denn den Herrn Gille so oft gegriffen? Ich hab mir Sorgen gemacht. Sonst hat er immer gleich zurückgerufen. Also Sie stehen doch noch in engem Kontakt zueinander. Seit einiger Zeit wieder, ja. Und Ihr jetziger? Weißt du das? Ich glaub schon. Ich rede mal mit Herrn Holstein. Ich nehm's mit den Pathologen, gell? Willst bitte mitkommen mit mir? Sie haben doch seine Wohnung gesehen. 100 Quadratmeter, gute Lage. Technik vom Feinsten. Sieht das vielleicht nach Hartz IV aus? Die Sache ist ganz einfach, Herr Kommissar. Der Karl-Heinz, der hat sich nach ein paar Monaten wieder aufgerappelt. Von seiner Arbeitslosigkeit. Der hat sein Hobby, hat schon immer gerne so Münzen gesammelt. Das hat er zum Beruf gemacht. Damit im Internet einen Handel aufgezogen. Ja, und bald hat er im Monat mehr Geld gemacht, als ich in einem Jahr. Und Ihre Freundin fand das attraktiv? Geld regiert die Welt, Herr Kommissar. Und die Frauen. Kann ich mit meinem Mechanikergehalt schwer mithalten. Das heißt, Sie fürchteten, dass sie zu ihrem früheren, also jetzt erfolgreichen Freund zurück will? Ja. War sicher schwer für Sie. Sie waren bestimmt eifersüchtig, also neidisch auf Herrn Gilles Erfolg, oder? Nein, nicht neidisch. Deprimiert, Herr Kommissar. Einfach deprimiert. Von mir hätte er so viel Geld machen können, bis er dran erstickt. Aber dass das die Sonja so beeindruckt. Das hat mich total fertig gemacht. Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 1 und 2 Uhr? Im Bett. Mit Ihrer Freundin? Ja. Na gut, Herr Holstein, das war's erstmal. Ach, sagen Sie, essen Sie Erdnüsse? Was? Ja, ob Sie ab und zu Erdnüsse essen. Na ja, schon. Und wie? Wer weiß wie. Gesalzen, ungesalzen, aus der Schale? Ja, gesalzen so. Aus der Büchse. Büchse? Büchse. Büchse. Ah ja, ich verstehe schon. Danke. Ja. Sehr leid, aber das müssen wir jetzt machen, gell? Sind Sie soweit? Das ist er nicht. Bitte? Das ist nicht der Karl-Heinz. Moment, das ist nicht der Herr Gille. Na? Wer ist dann? Keine Ahnung. Ja, dann bitte. Tja. Die Leiche ist ein anderer. Und wer? Ja, und dieser Gille,
Ja, Gille. Wo ist der? Das. Aber seine Wohnung ist es schon. Ja. Wir haben den Herrn Gille auch schon auf dem Handy angerufen. War nur die Mailbox dran. Aha. Ja, aber vielleicht ist der Gille ja der Mörder und ist auf der Flucht. Ja, aber der Herr Mohr ist noch mit der Spusi in der Wohnung und der ist informiert. Schön. Dann würde ich sagen, meine Herren, wenn Sie dann Ergebnisse haben, kommen Sie wieder. Bitte. Herr Mohr? Ja? Der Tote heißt Frederik Gustafsson und ist ein Schwede. Ein Schwede? Was sagen? Haben wir Nummer? Schwedische Kronen, ein paar Bilder. Was sagt er aus? Das ist eine deutsche Handynummer. Herr Mohr. Ja, Freundin. Hallo. Gibt's schon was Neues? Eine kleine Frage. Wohnt der Herr Gille hier oder nicht? Ja, klar wohnt er hier. Wieso? Weil der Tote nicht der Herr Gille ist. Nicht. Hm. Wer dann? Das ist ein Schwede, ein Herr Frederik Gustafsson. Sagt er nicht das was? Nein, überhaupt nicht. Aber was anderes, mir ist noch was eingefallen. Gestern Abend habe ich vor dem Haus einen Mann stehen sehen. Der hat die ganze Zeit hochgeschaut. Und wann das? Kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, so gegen Mitternacht. Ah. Danke, Herr Bräuninger. Hört kaum Retter. Du kommst einmal zum Kaffee trinken, gell? Ja. Grüß dich. Grüß dich. Da schmecken da meine Keks. Und das macht ja auch schon hier. Lieber Herr Linz. Was die spielen zur Eröffnung. Aha, bleib mal kurz dran, ja? Danke. Herr Linz, zwei Sachen. Erstens, unter den Papieren von dem Schweden war auch eine deutsche Handynummer. Die gehört einer Julia Lenders, die wohnt in Rosenheim und hat ein Geschäft am Ludwigsplatz. Und Sie haben da noch nicht angerufen? Nein, man denkt, du bist hilft. Nein, das war schon richtig. Und das Zweite, der Herr Bräuninger hat in der Tatnacht einen Herrn vor dem Haus stehen sehen. Ah, danke. Gerne. Herr Hartl, es gibt Arbeit. Gibt dann Keks mit? Mhm. Für die Hartl. Danke. Stoppchen. Bitte. Schaut euch die Klingen an, meine Herrschaften. Da kriegt der Radiator. Ja. Geht sie schon mal vor, gell? Die Kinder nach, dauert nicht lang. Ja, boah. Der will sie ändern. Was? Wegen seiner Frau. Ja. Ich stehe auf dem Schlauch. Seine Frau hat ihn doch hinausgeschmissen. Und hier verkaufen sie das Buch Krieg dem inneren Schweinehund. Das liegt doch auf der Hand. Er will sie ändern, damit seine Frau ihn wieder zurücknimmt. Sie haben eine Kombinationsgabe, Herr Mohr. Vielleicht sollten Sie die Verlegung führen. Wirklich wahr? Jetzt halt mal still, dann habe ich... Pass auf, ja? Ja, natürlich pass ich auf. Jetzt habt ihr doch nicht so geschrieben. Tag. Guten Tag. Wir würden gern mit Frau Lenders sprechen. Doch nicht, weil ich wieder im Parkverbot stehe. Nein, dafür ist die Kripo noch nicht zuständig. Hauptkommissar Lind, mein Kollege Herr Mohr. Ist gut. Kennen Sie einen gewissen Frederik Gustafsson? Ja, was ist mit ihm? In welchem Verhältnis stehen Sie zu ihm? Erst möchte ich wissen, was passiert ist. Frau Lenders. Ist gut. Das ist der Herr Hartling, Kollege. Ja. Bitte beantworten Sie meine Frage. Ja, wir sind befreundet. Wie befreundet? Intim befreundet. Ja, ich glaube, ich kenne das. Nein, das ist Peter Kirstner, er war mein Lebensgefährte. Ich weiß von der Affäre mit Gustafsson. Affäre? Ja, was? Ich denke, es ist besser, wenn Sie beide uns ins Präsidium begleiten. Erst möchte ich wissen, was mit Frederik ist. Der Herr Frederik Gustafsson ist ermordet worden. Erschossen, quasi. Was? Für die ist jetzt richtig eine Welt zusammengebrochen. Ja. Kriegt im inneren Schweinehund. Probieren kann man es einmal, gell? Ja, immer. Zuerst ließ es und dann kriegt es eine Frau und dann wird Krieg geführt. Gegen was jetzt genau? Nein, Trägheit. Ah ja. Auch wenn es sauschwer ist. Nein, schau, der Kauf, das ist doch schon eine erste unträge Aktion. Findest du? Ja, freilich. Ja.
haben uns in Stockholm kennengelernt. Ich war geschäftlich dort. Danke. Wie ist er überhaupt in Herrn Gilles Wohnung gekommen? Ja, bitte. Über Homesharing. Da tauscht man für kurze Zeit seine Wohnung mit anderen und spart sich dadurch die Übernachtungskosten. Und er war hier, um Sie zu besuchen. Wie lange waren Sie schon mit der Frau Lindes zusammen? 8 Jahre. Und wohnen Sie hier zusammen? Noch nicht. Ich würde gerne, aber sie zögert noch. Sie ist sehr selbstständig und freiheitsliebend. Und den Herrn Gustafsson, haben Sie den kennt? Nein. Aber Herrn Gustafs, die zur Beziehung gehabt haben. Und wann ist Herr Gustafsson in die Wohnung eingezogen? Gestern. Waren Sie dort? Und er war wirklich nur ihretwegen da. Ihr Lebensgefährte, der wusste von der Affäre? Es war nicht nur eine Affäre. Gustafsson war Ende 20. Zwischen den beiden lagen 15 Jahre. Es kann auf die Dauer nicht gut gehen. Haben Sie Angst gehabt, dass Sie es verlieren? Ja und nein. Der Mord ist das Schlimmste, was mir passieren konnte. Verstehe jetzt nicht. Nach ein paar Monaten hätte sich diese Affäre als das herausgestellt, was sie war. Amour fou. Jetzt aber ist es eine Tragödie. Eine verrückte Liebe, die nicht ausgelebt wurde. Und ich habe Angst, dass Julia diese Liebe auf ein Podest stellt und ihr ewig nachtrauert. Das Angehörige der Bundeswehr muss doch bestimmt da Waffe. Sagen Sie, hat Herr Gustafsson gerne Erdnüsse gegessen? Erdnüsse? Erdnüsse? Nein. Vielleicht Ihr Lebensgefährte, Herr Köstner? Nein, der hat eine Allergie. Wieso? Etwas verworrener Fall. Ja, bei beiden Varianten haben wir dasselbe Motiv. Ja, sowohl bei dem Mechaniker, beim Holstein, als auch bei dem Kirstner, dem Offizier, kann es sich um Eifersucht und Verlustangst handeln. Also beide haben Angst gehabt, dass ihr Freund ihn verlieren. Bitte. Ja, also entweder der Offizier wollte den Gustafsson beseitigen, oder aber Holstein hat es auf Gille abgesehen, hat versehentlich Gustafsson erschossen, weil er nichts von diesem Homesharing wusste. Wie schaut es denn mit den Alibis aus? Die Bundeswehr hat keins, war spazieren. Und der Holstein hat gesagt, dass er mit seiner Freundin in Beckling ist. Schon überprüft? Nein, mit Frau Wasmuth müssen wir noch mal reden. Was ist denn mit der Dienstpistole von dem Offizier? Das ist ein B8, Kaliber 9mm Parabellum. Und der Gustafsson ist mit der 6,35er erschossen worden. Also die Waffe von Kirsten kann man ausschließen. 6,35, sehr kleines Kaliber. Ja, wird normalerweise nur bei Taschenpistolen verwendet. Aber das Schusswaffenarchiv konnte uns da leider auch keinen konkreten Hinweis auf die Waffe geben. Naja, wäre zu schön gewesen. Was ist denn mit Gille? Den haben wir erreicht. Also, beziehungsweise er hat zurückgerufen. Der nimmt gleich den ersten Flieger morgen früh. Gut. Können wir den als Verdächtigen ausschließen? Wir schließen erstmal gar nichts aus. Auch gut. So, alles zu der Zufriedenheit? Danke. Schmeckt's nicht? Doch, doch. Nur Wasser? Gerne. Bis gut. So. Einen Tisch? Für zwei bitte. Gerne. Und haben Sie Champagner? Champagner? Ja, freilich, wenn Sie mir folgen. Champagner. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber ich muss das loswerden. Ich wollte dir das eigentlich schon vorher im Laden zeigen. Ich will den Bauernhof kaufen. Für uns. Du hast recht. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Guten Abend. Guten Abend. Ja. Servus, Christian. Wilma? Klar. Der Champagner. Da ist er ja. Da, die Frau Hofer. Ja, grüß Gott. Willkommen. Das mit dem Schrank war übrigens erledigt, gell? Ach, danke schön. Das ist aber lieb von euch. Du bist gleich ein Brotzeit besorgt für alle. Wir dürfen doch so essen, oder? Freilich, grüß euch. Also wenn wir einer sonst helfen können, dann sagen sie es, weil jetzt sind wir noch da. Wirklich? Ja. Dann tragt es doch bitte in den Schrank wieder hoch.
Tut mir echt leid, aber ich habe gerade mit dem Kabinen telefoniert. Und der findet das keine so gute Idee, also dass der Schrank raus ist aus seinem Zimmer, ja, und dass er seiner ist, gell. War das jetzt zu viel verlangt? Na. Das machen wir schon, gell? Super. Komm mal, ab geht's. Auf uns. Der Karl-Heinz. Servus, Karl-Heinz. Und auch ein Karl-Heinz. Von den Toten auferstanden? Ich freue mich so. Soll ich dich abholen? Ich kann dich abholen. Okay. Schaut nicht gerade glücklich drin, ihr Freund. Hä? Nicht wirklich. Du glaubst, dass einer der beiden der Täter ist? Ja, das glaube ich. Du, ich muss Schluss machen, Karl-Heinz. Wir sehen uns später. Bis dann. Darf ich kurz? Das war wohl Herr Gille. Sagen Sie, Ihr Freund hat mir erzählt, dass er letzte Nacht mit Ihnen verbracht hat. Ja. Und wann sind Sie beide ins Bett gegangen? Kurz vor Mitternacht. Also zwischen 1 und 2 haben Sie geschlafen? Ja, Gott sei Dank. Ich nehme Schlaftabletten. Ich habe in letzter Zeit Einschlafschwierigkeiten. Das heißt, Sie haben tief und fest geschlafen? Sollen wir gehen? Ja. Weiß Ihr Freund, dass Sie Schlaftabletten nehmen? Ja, ich glaub schon. Herr Holstein. Ihr Alibi wackelt. Sei sie untersucht? Frederik wurde mit einem anderen Kaliber. Verdächtigst du mich? Du kannst es ruhig sagen, ich halte das schon aus. Elfi versprochen, gell? Es bleibt unter uns. Ja, für dich, servus. Ja? Grüß dich, Stockl. Grüß dich, Michi. Hast du einen Kaffee? Freilich. Du, ist dir gestern nichts aufgefallen? Das war doch unübersehbar. Was? Ja, der Lind und die Ortmann. Der Lind und die Ortmann? Ja, das liegt doch ganz klar auf der Hand, dass die so tun, als wenn sie nicht zusammen wären. Stockl, bitte. Der Lind ist mit der Roloff zusammen. Die Roloff ist in Hamburg. Und die Ortmann. Und warum hat ihm dann die Roloff gestern am Telefon aufgelegt? Wieso willst denn du das wissen? Weil ich mit dem Hartl daneben gestanden bin. Ach so, nur weil die Roloff aufgelegt hat. Kann natürlich sein, dass der Lind wieder mit... Wäre doch durchaus eine Möglichkeit, oder? Stockl, du spinnst. Wie, halt mal die Augen offen, dann siehst du das schon. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ist irgendwas? Ja, Herr Lind, ich gehe jetzt mal Zettel gegenüberstehen, gell? Ich komm gleich. Bitte, Stockl. Bitte, Michi. Was hat er denn? Ich weiß es nicht. Sie wissen doch sonst immer alles. Fast alles, Herr Lind. So, 1, 2, 3, 4 und hochhalten. Und? Die 4. Sicher. Sicher. Hallo. Was machst du denn hier? Das gibt's doch nicht. Mei, hast du mich geschafft? Ja. Super, schaust aus. Stockholm. Ja, tust du. Ich dachte, Job hier bei der Polizei.
Ist das der Herr Gille? Ja. Hallo. Hi, grüß dich. Hi. Wo muss ich mich anmelden? Da. Und bis gleich. Ja? Grüß Gott. Karl-Heinz Gille mein Name. Ich sollte mich melden, wenn ich aus Stockholm zurück bin. Ah, Herr Gille, warten Sie bitte draußen. Die beiden Kommissare werden sich gleich um Sie kümmern. Gut. Ach, Könnten Sie die an Frau Lenders weitergeben? Ich habe sie in Gustavsons Wohnung gefunden. Was ist das? Unvollendete Liebesbriefe. Gustavson hat mir erzählt, wie sehr sie ineinander verschossen waren und dachte ich mir, vielleicht tröstet das Frau Lenders ein wenig. Mach ich gern. Danke. Bitte. Ich war vor dem Haus. Ich wollte mit Gustavsson reden. Ja, und? Ich hab's nicht getan. Ich bin wieder gegangen. Nein, das sind Sie nicht. Sie haben gewartet, bis in der Wohnung da oben das Licht aus war. Und dann sind Sie auf. Dann haben Sie aufgebrochen und dann sind Sie rein und haben einen Gustavsson erschossen. Und dann haben Sie die Münzen mitgenommen, dass nach einem Raubmord ausschaut. Und wo soll ich die Waffe herhaben? Die sind bei der Bundeswehr. Da gibt's sicher Kanäle. Stuckel, der Dings, der Gille, der hat gesagt, dass er die Briefe gegeben hat. Ist was? Nein, ich hab nur was im Auge. Warte, schau mal. Nein, nein, ist schon hier raus. Da, schau, das sind's. Nimm's und geh. Ich nimm's und geh? Ja. Was im Auge, gell? Komm, wann das zurück? Wann ist den Schrank wieder zurücktragen dürfen? Warum? Einfach, wenn es noch umständlich geht. Ja, genau, das sage ich mir auch. Apropos umständlich, wie geht's denn so zwischen Ihnen und dem Herrn Lind? Alles so wieder im grünen Bereich? Ja, schon. Ach, da war ja auch nie was. Aha, wirklich? Ja, ja, dabei, also wirklich, Sie hätten wirklich gut zusammengepasst. Aber mal, wie hat's Leben so Sprücke? Oh. Oh, ich störe dann. Ich muss eh schnell zum Herrn 80er. Wiederschauen, Herr Lind. Meinst du nicht, wir sollten mal reden? Über was? Über uns. Seit ich hier bin, ist irgendwie so eine Spannung zwischen uns. Spannung? Ja, Spannung. War die nicht schon immer zwischen uns? Ja, komm, du weißt genau, was ich meine. Können wir nicht einfach gute Freunde sein? Gute Freunde? Jetzt plapper mir doch nicht alles nach. Ich will nur gutes Einvernehmen. Gutes Einvernehmen? Irgendwie haben wir im Moment keinen... Tja, woran das wohl liegt. Die neue dekorierte Puppe hin. Achtung, Sie, Sarah. Wir haben uns über die Homesharing-Börse kennengelernt. Er sucht was in Rosenheim und ich in Stockholm. Möchten Sie? Gern. Was wollten Sie in Stockholm? Ein Geschäft abschließen. Ich handle mit Münzen. Danach wollte ich ein paar Tage Urlaub machen in Stockholm. Und sonst, außer dem Wohnungstausch, da hat es keine Berührungspunkte gegeben zwischen Ihnen und dem Herrn Gustavsson? Nein. Danke. Nein. Keine. Ich habe ihn auch nur ein einziges Mal gesehen auf dem Flughafen, eben vorgestern.
Also ich bin angekommen und er ist weggeflogen. Wir hatten nicht wirklich Zeit, groß miteinander zu reden. Er hat mir nur erzählt, warum er nach Rosenheim möchte. Wegen Frau Lenders. Seiner großen Liebe. Tja, das war's. Ja, das war's. Nimm dir doch Platz. Danke. Und Sie verdienen also Ihren Lebensunterhalt mit dem Münzhandel? Ja. Oh ja, nicht schlecht. Das läuft ganz gut, ja. Ja, so gut, dass sich Ihre frühere Freundin wieder für Sie interessiert. Ich hoffe, es liegt nicht nur daran. Trauen Sie Herrn Holstein die Tat zu? Dass er mich umbringen wollte. Früher auf der Arbeit haben wir uns sehr gut verstanden, aber jetzt? Gab es noch jemand anders in Ihrem Bekanntenkreis, der Ihnen neidig ist, missgünstig wegen Ihrem Erfolg? Nicht, dass ich wüsste. Aber wer kann schon in den Kopf von anderen Menschen schauen? Ja. Ja, also wegen mir dann. Ja, gut. Passt es. Danke Ihnen. Tschüss, Herr Gille. Danke, Herr Gille. Ja. Sie wissen ja, wir sind es gerne. Ja. Ah, Herr Gille, eins noch. Essen Sie Erdnüsse? Nein, mag ich nicht. Wieso? Nein, ich frage nur, weil wir ein Stück Erdnussschale in Ihrer Wohnung gefunden haben, gleich neben der Vitrine. Mein Nachbar isst die Dinger ständig. Herr Bräuninger? Ja, jetzt in der Angewohnheit. Er bricht sie in der Hosentasche auf und dann steckt er sich die ganze Nuss in den Mund. Wieder schon. Julia. Gibt es was Neues? Ich muss mit dir reden. Ich will nicht, dass du es von der Polizei erfährst. In der Nacht in der Frederik, da war ich vor seinem Haus. Ich wollte mit ihm reden. Und? Ich hab's nicht getan, ich bin wieder gegangen. Das ist alles. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich hatte Angst, du verdächtigst mich. Julia, ich hab Angst, dass dieses Misstrauen unsere Liebe auffrisst. Oder was davon noch übrig ist. Das verstehe ich. Ist da noch was übrig? Gib mir bitte Bescheid, wenn die Polizei etwas herausgefunden hat. Herr Bräuninger. Leeren Sie doch bitte mal Ihre Hosentaschen aus. Ach so, ja. Sie sind nicht in der Wohnung vom Gilligwin-Haus gesagt. Ja. Und bleibst du dabei? Ja. Wie kommt es dann, dass wir in Gilli seiner Wohnung eine Erdnussschalen gefunden haben? Und zwar gleich neben der Glasvitrine mit den leergeräumten Klappen. Sie waren doch in der Wohnung. Richtig. Ja, ich war neugierig. Habe ich nachgeschaut. Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Er wollte mich nicht unnötig verdächtig machen. Ach so. Darf ich? Naja. Haben Sie sonst noch was zu sagen? Nein. Wir werden nämlich jetzt Ihre Wohnung durchsuchen. Meine Wohnung? Wieso denn? Haben Sie noch was zu sagen? Ja, meinetwegen. Hab die Münzen gestohlen. Aber mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Hab einfach nur die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Die Gelegenheit beim Schopf gepackt? Naja. Wo sind die Münzen? Wir warten. Wir haben hier Ihren Goldtopf. Ach, meine Münzen? Wo haben Sie die gefunden? Am Ende des Regenbogens. Wir waren bei Ihrem Nachbarn.
Herr Bräuninger hat sie bestohlen. Wir durchsuchen gerade seine Wohnung. Was? Ist nicht wahr. Ja, kommen Sie rein. Ist er Frederiks Mörder? Was machen Sie denn hier? Ist Herr Bräuninger der Täter? Darüber darf mir eine Auskunft geben. Frau Lenders ist hier, weil sie wissen wollte, was Herr Gustavsson mir auf dem Flughafen gesagt hat. Verstehe. Herr Gille sagte mir, dass Sie Briefe haben von Frederik. Ja. Kann ich sie haben? Sie können sie gerne im Kommissariat abholen, wenn Sie wollen. Herr Gille? Ja? Sagen Sie, hat der Herr Bräuning eigentlich gewusst, dass Sie Ihr Geld mit dem Handel von Münzen verdienen? Ja, wir haben ein paar Mal drüber geredet. Bis vor ein paar Monaten hat er in einer Bank gearbeitet. Aber dann ist seine Stelle der Finanzkrise zum Opfer gefallen. Wahrscheinlich wollte er mit dem Internethandel Geld verdienen. Frau Lenders, wenn Sie uns bitte allein lassen würden. Ja. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie den Täter haben. Sie erfahren es als allererste. Gut. Auf Wiedersehen, Herr Gille. Und vielen Dank. Gern. Wiedersehen. Herr Gille, sagen Sie mal, kann das sein, dass der Herr Bräuninger selber mit den Münzen handeln wollte? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Er sieht nicht aus wie ein Numismatiker. Entschuldigung, die Störung. Die Wohnung war sauber, aber ich sollte jetzt einmal in den Computer reinschauen. Da gibt's was zum Sehen. Grüß euch. Servus. Sie haben die Briefe bekommen, ja? Ja. Ich habe den Bräuninger ins Büro, weil der Vernehmungsraum ist belegt. Ist auch gut. Eifern Sie Herrn Gille nach? Wie meinen Sie das? Sie wollen doch auch so einen Internethandel aufziehen. Ach so, ja. Ich versuch's. Womit handeln Sie? Mit Orden. Nur mit Orden? Ja. Nee, da mit Waffen. Auch. Ab und zu mit Antiken. Hab schon immer ein Faible dafür gehabt. Wo sind die Waffen? Ja, im Augenblick habe ich keine. Muss hier erst besorgen. Das glaube ich aber nicht. Ist aber so. Zumindest eine Waffe müssen Sie haben. Diese hier bieten Sie nämlich seit gestern im Internet zum Verkauf an. Colt Derringer. Kaliber 6,35. Ach, die, ja. Ja, aber die habe ich noch nicht. Die muss ich erst besorgen. Ach so, Sie handeln mit Waren, die Sie eigentlich noch gar nicht haben. Interessante Verkaufsstrategie. Wo ist denn die Waffe? Ich habe sie noch nicht. Das ist auch. Wir haben mit einem Hausmeister geredet. Und der hat uns erzählt, dass Sie vor einem Monat gefragt haben, ob Sie einen Teil vom Speicher als Lager anmieten können für einen Orden und für einen Waffen. Das war nur prophylaktisch. Sehen Sie, und das glauben wir auch nicht. Der Hausmeister hat nämlich abgelehnt. Also mussten Sie was anderes finden. Wo? Ich habe kein Lager. Herr Bräuninger, jetzt geben Sie heute auf. Wir werden Ihren Lager finden, wir werden die Pistolen finden, mit der Sie den Gustavsson erschossen haben. Hallo. Hallo. Ich kann meine Pistole nicht finden. Die Kollegen haben das Lager gefunden. Eine Garage im Nebengebäude, voll mit Waffen aller Art. Unter anderem eine Colt Derringer Kaliber 6,35. Laut KTU-Bericht die Tatwaffe. Jetzt hat sie ihre Gier doch noch überführt.
Anstatt die Waffe einfach zu entsorgen, wollten sie wohl noch ein paar Euro rausschlagen damit. Ich habe den Gille wegfahren sehen. Zum Flughafen hat er dem Taxifahrer gesagt. Ich habe gewartet, bis es Nacht war. Wer hat denn ahnen können, dass der Schwede in der Wohnung ist? Ich wollte nur die Münzen, mehr nicht. Er kam aus dem Schlafzimmer gestürzt und ging auf mich los. Ich dachte, das ist Gille. Da bin ich durchgedreht. Und wieso nehmen Sie Ihr Pistol mit in die Wohnung, wenn Sie glauben, dass da keiner da ist? Alles in Ordnung. Ja. Gehen wir. Ob die zwei wieder zusammenkommen, hä? Tja, steht in den Sternen. Genauso wie bei mir. Sind mit Ihrer Kriegslektüre schon begonnen? Bin ich schon durch. Ach was? Ja, bald werden Sie mich nicht mehr wiedererkennen. Ja, das wäre aber schade. So langsam gewöhne ich mich an Ihren inneren Schweinehund.